So, okay. Also Dimitri, ach nee, Dimitri hier, Duke. Soll ich etwas für dich auswählen? Nein, Duke. Dukes Imperium, okay. Auf Wiedersehen. Duke hat jetzt nichts für uns dabei gehabt. Ist auch nicht ganz tragisch, nicht so schlimm. So, wir sollen den privaten Gemächern schauen. Okay, hier waren wir schon. Ist auf jeden Fall defekt. Beziehungsweise defekt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Kaputt. Habe ich kaputt gemacht. Okay, dann gehen wir mal hoch. Kann ich die kaputt machen? Ja. Ach, nice. Guck mal, Tatsache. Ihr werdet euch wundern. Ich werde euch alles zerhacken hier. Ich werde euch aufs Treppengeländer scheißen. War Spaß, ne? Bevor jetzt hier die wildesten Fantasien bekommt, es war reiner Spaß. Oh, guck mal. Ist irgendwas drin? Das gute Porzellan, weißt du? Kann ich aber nicht, also nicht mitnehmen oder so. Schade. Oh, da war ein bisschen Munition dabei. So, dann gucken wir mal eben hier. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich, das wahrscheinlich auch. Oh, das kann ich aufschließen. Ach so, ah, okay. Ja, gut. Alles gut. Gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Der Weinraum, okay. Da wird nur geweint. Okay, gucken wir mal, was für ein Edertropfen da ist. Schimgalia. Das ist der gleiche Wein wie beim Haus, wo wir aufgewachsen sind. Also wo hier unsere Frau war. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Dimitrescu erweiterte traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sangus Virginis, Blut der Jungfrau. Er lagerte in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Okay. Und hier muss ich eine Flasche reinlegen. Ich sehe das schon. Okay. Das heißt, wir müssen die Flasche finden, klauen, mitnehmen, da reinlegen. Sehr cool. Muss ich sagen. Also, das Schloss haben sie sehr, sehr cool gemacht. Sehr spooky. Oh. Von der anderen Seite verschlossen. Guten Tag. Hier sagen wir nichts weiter. Bisschen Schießpulver. Was war das? Ich weiß es nicht. Hä? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Einfach. Mir ist gerade ein bisschen unwohl. Alter, ey. Ich brauch, Warte mal. Vielleicht kriege ich das so rausgedrückt. Drehen, zoom. Na. Oh. Warte mal. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Überhaupt nicht spooky, aber ist okay. Hey, seine Hand ist wieder heile. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich.
Schlitz dich auf und seh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Gar nicht. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Komm mal auf den Scheiß. Ja, das war ein bisschen tief, glaube ich. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. also gut 2 Wochen später. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Alter, what? Jetzt kann ich die nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spucken. Ich will nach Hause. 8. Juli, also nochmal 2 Wochen später. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien, all drei. Ich soll das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Ja. I don't know. So, hier ist nichts. Nix, gar nix. Vielleicht finde ich unten die Flasche. Die alte. Sie ist da. Sie hat die Flasche gehabt. Sie ist bestimmt bei sich jetzt im Gemach. In ihrem Schlafzimmer. Die olle Ölknudel. Hier ist wahrscheinlich zu, ne? Ja. Natürlich ist es dazu. Pistolenmuni nehmen wir mit. Oh, schon 60 Schuss hier. Meine Güte. Können wir einen auf Rambo machen später. Sehr gut. Blindmunition haben wir wie viel? Okay. Immer noch 9 Schuss insgesamt. Boah. Alle zeigen. Ach, die kämpfen alle hier, okay. Vertraue auf das Licht. Trust the light. Okay, warte mal. Lass mal eben gucken. Vertraue auf das Licht. Nein, ich wurde nicht gespoilert oder so. Es ist einfach, weil ich klug bin. Das ist einfach, weil ich ein sehr schlauer Mensch bin. Gott, ist das finster, Alter. Was ist mit dir? Erstmal, was ich mache, wenn ich irgendwo hingehe, erstmal auf Klo gucken. Sind die Toiletten sauber? Wie ist der hygienische Zustand, gerade zu Covid-Zeiten? Boah, Alter, guck dir das an. Gab's sowas wirklich, ey? Ohne Flachs. Boah. Guck dir die Maske an. Die ist geil, sieht aus wie ein Roboter da. Warte, da, wo mein Schwert jetzt hin zeigt. Also mein Messer, nicht mein Schwert. Ich bin in einer Burg, ich habe ein Schwert. Guck mal, mit der Seitenmaustaste kann ich mich wehren. Das ist ja cool. Hab ich jetzt gar nicht gewusst. Ja, schön. Normalerweise entdecke ich sowas immer erst am Ende. Bestanden. Irina, Mihaela, Lois, Ingrid. Abgelehnt. Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid. Lyudmila, Rosalinda, Lina, Stefana und Gabriela. Boah, seltener Name, muss ich sagen. Hier ist halt einmal gar nichts. Nicht mal ein bisschen. Alter, wir werden doch gleich sowas von verfolgt, dir. Ich sehe das doch schon wieder kommen.
Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Teils übertrieben aufgeweckt. Okay, das sind die Grazien. Okay, hier können wir nichts rausholen. Ich werde euch töten. Metallreste, okay. Kann man bestimmt gut verwenden. Wir sind hier nicht allein. Wir sind hier nicht allein. Das alles? Ich weiß es nicht. Aber gut, wir können zur Not noch ein bisschen Munition herstellen, also alles safe. Ja. Eine Rohrbombe. Läuft. Boah. Ich schieße in deine Fresse. Wenn ich wüsste, ob die immer wieder nachspawnen, weißt du? Das ist ein bisschen das Problem, was ich habe. Sonst würde ich einfach alle kalt machen, bis keiner mehr über ist. Und gut ist. Wow. Wow. Auf damit! Geht mit dir! Eine große Fresse, mein Freund. Oh, Ingrids Halskette. Ja, mein Ingrid. Was ist da los? Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Kette halten. Boah, die Musik, Alter. Was ist mit der Musik los? Der Musik. Hi. Die Zielautomatik ist immer ein bisschen scheiße. Die zielt immer ein bisschen runter. Also die zielt runter, weißt du? Sie zielt nicht nur runter, sie zielt auch runter. So, was ist das für ein fucking Loch hier? Ach, da wollte einer AA reinmachen. Okay. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Das ist wunderbar. Da werden wir bestreben. Das ist ja sonnenklar. Oh, guck mal, da würde ich gern hoch. Das ist schon hell. So, wir haben noch 37 Schuss, mein Hübschen. Ja, pack dein von mir ein Foto rein. Warte mal. Kleiner Schädel. Eine Kette aus Tierknochen, die das Böse fernhalten soll. Okay. Schade, dass man die nicht anziehen kann. Das wäre echt cool. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Alter, ich schieße ins Gesicht. Ich schieße einfach ins Gesicht. Ist mir egal. Ich hasse nichts, Nunze. Ich schieße ins Gesicht. Das mag sie nicht. Ja.
opfere ich doch gerne meine Schrotmuni für. Kleine Nervensäge. Was? Das nehme ich dir aber übel. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Mal weg. Deine Kugeln können mir nichts an. Das ist nicht schön. Du dreckige Missgeburt. Ich fühle keinen Schmerz. Meinst du nicht? Dafür wirst du büßen, du Bastard. Wagst es uns herauszufordern? Na, sorry. Dafür ging jetzt meine ganze Muni drauf, weißt du? Meine Fresse, ey. Was ne Bitch. So. Schön durch den Hinterhof geknallt. Also, das klang jetzt ein bisschen anders, als ich es meinte. Ihr wisst, was ich meine, ne? Oh yeah. Sehr schön. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Oh no. Es tut mir leid. Rostige Reste. Sind das Beste. Rostige Reste. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Rückstoßkompensator. Na, das klingt doch mal cool. Na, können Sie aufrüsten. Mine. Rohrbombe. Rückstoß. Teil aufrüsten. Da. Okay. Dann haben wir die Waffe ein bisschen aufgerüstet. Das ist in Ordnung. Das finde ich gut. Langsam müsste ich mal pinkeln. Dieses Schloss lässt sich leicht knacken. Ja, mit was denn? Ich hab keinen Dietrich, Mann. Gib mir einen Dietrich und ich knack dir alles. Oh. Man muss nur nett fragen. Dietrich. Objekt. Da, ist er doch. Nee, da ist jetzt nichts drin. Oh, guck mal. Engelstatus, Holz, läuft. Was kann man damit machen? Wir gucken mal eben. Engelstatus, Holz, ein liebevoll aus Holz geschnitzter Engelstatue ist wertvoll. Ja, guck. Das ist doch wunderbar. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mal eben die Karte öffnen. Speisekammer, Schlafgemach. Schlafgemach, so rum. Nicht Schlag. Schlag dich kaputt. Okay, warte mal. Jetzt gucken wir mal eben ganz entspannt. Ach, hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Kein Problem. Easy peasy lemon squeezy. So, hier haben wir auch nichts weiter. Hier ist ein bisschen Holz. So, sonst haben wir hier nichts. Dann können wir hier eigentlich raus. Ich überlege gerade, wo wir die Flasche reinlegen mussten. Wird durchsucht, unbekannt. Halle der Vier, das waren die komischen Statuen. Ich würde tatsächlich einfach nochmal erstmal zum Kaufmann gehen. Wie haben wir denn mittlerweile? 9000, okay. Ja, lass uns zum Kaufmann eben gehen. Ach, warte mal. Okay.
Toll, jetzt haben wir irgendwas ausgelöst wahrscheinlich, wo wir jetzt wieder 50 Jahre laufen werden müssen. Eigentlich wollte ich schon zum Kaufmann. Guck mal eben. Kaufmann, oder war der unten? War der echt unten? Ich glaube, der war unten, ne? Ja, dann gehen wir wieder runter. Ich bin ja einfach. Der war da oben oder nicht? Warte mal. Warte. Halle der 4. Kaufmannszimmer. Warte mal. So, hier geradeaus. Und dann rechts. So, da rein. Und hier um die Ecke. Ach, guck mal. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Das höre ich gerne. Willkommen. Gucken wir mal. Erstmal den ganzen Scheiß verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Ups. Ach, guck mal, kann auch mit der Maustaste hier näher switchen. Das finde ich cool. Zonenheilung, sonstige Zutaten, Schätze. So. Das gibt doch schon mal. Und gekauft. Schick Zunder. Zaster. So. Zunder auch. So, Spezial für die Feuerrate. Spezial für die Person, erhöht die Magazinkapazität. Schrot und so. Okay. Flintenmunition herstellen. Das ist natürlich eine geile Sache. Würde ich tatsächlich kaufen. Scharfschützenmuni. Und Minen. Erhöht die Anzahl der fünf. Ja, könnte man später kaufen. Würde ich jetzt tatsächlich erstmal lassen. Ja, für die Flinte mehr. Also, wir killen eh alles mit einem Shot, weißt du? Finde ich jetzt Schwachsinn. So, 640. Ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht. Ich finde das aber viel zu teuer. Die Sicherstellung von Waren hat schönen Tag. Ich finde das viel zu teuer, meine Hübschen. Wow. Okay, wir gucken mal eben, ob wir noch was herstellen können. Google dich meinte ich nicht, aber ist okay. Objekte, Schätze, Wichtiges herstellen. So. Haben wir da 6 Schuss, das ist in Ordnung. Sehr schön. Dann speichern wir nochmal schnell.